Hi Champ, Lara hier. Diesmal bin ich dein TV-Coach. Kennst du The Game, die wildeste Stuntshow aller Zeiten? Die läuft jetzt bei Motoflix. Und gemeinsam machen wir sie größer denn je. Als Teilnehmer musst du Runden gewinnen, um Stuntmaster zu werden. Denk dran, jeder Punkt zählt. Hey Freunde, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Ja, und wie ihr sehen könnt, Staffel 2, Episode 2, ein neuer Motoflix ist draußen. Und zwar The Game. Möge das Spiel beginnen. Neue Special Events, neuer Motorpass, neue Fahrzeuge und Prestigeobjekte. Sowie neue Live-Summits, Motto-Events und mehr. Wir gucken direkt rein. Natürlich ist das wieder das Live-Summit-Video, aber wir gehen jetzt, da es ganz neu ist, einmal kurz auf diese Season 1 hier, auf die Episode 2. So, der Premium-Motorpass ist natürlich wieder in doppelter Ausführung vorhanden. Wir können wieder sehen, 3 Premium-Fahrzeuge und ein Gratis-Fahrzeug, was wir natürlich wieder leider nur bekommen, wenn wir wirklich eins der beiden Pakete kaufen. Und wir können sehen, es gibt wieder für 80.000 Crew Credits oder für 150.000 Crew Credits. Das für 80.000 beinhaltet den Premium Motorpass. Erhalte Zugang zu allen 50 Rängen und bekomme sofort die Chevrolet Grand Sport Emerald Edition mit einem Helm und einer Rundumleuchte. Oder für das Premium Motorpass Bundle. Erhalte Zugang zu allen 50 Rängen plus schalte 12 Ränge frei und bekomme sofort die Chevrolet Corvette Grand Sport Armored Edition und den Shelby GT500 in der America Edition mit einem Helm, eine Rundumleuchte, 2 Reifen, 1 Rauch, 1 Nitro, eine Unterbodenbeleuchtung, 2 Hupen, 1 Performance Teile Set, 2 Crew Credits Paketen, 2 Bugs Pakete und einem Outfit. Und das werden wir uns jetzt auch mal schnell kaufen. Kurzer Cut. So, die Crew Credits sind aufgeladen und dann wird auch direkt der Kauf getätigt. Wir werden sofort Rang 13 und haben jetzt einige Sachen freigeschaltet, und zwar die Corvette Grand Sport, dann einen Stunthelm und so weiter und so weiter. So, wir klicken das aber alles mal hier durch. So, und dann gehen wir mal hier rein und da haben wir natürlich wieder solche Aufgaben, wie wir es auch schon vorher hatten. Gewinne Stunt-Events im Cross und so weiter und so weiter. Und Flucht. Und ihr kennt es, es gibt Dailies, es gibt wöchentliche Aufgaben, die kann man anpinnen. Darum soll es jetzt aber natürlich gerade nicht gehen. So, wir sind hier im HQ. Dann besuchen wir jetzt einmal den Shop und dann mal gucken, ob ich hier alles im Besitz habe oder ob ich was brauche. Aber wie ich sehen kann, habe ich wieder mal alles im Besitz. Aber ihr kennt das ja, die Preise variieren. Bei so einem Bundle habt ihr 1,8 Millionen in etwa. Das Pro Racing Bundle wird dann wahrscheinlich auch bei 1 Million liegen. Und ja, was haben wir denn sonst noch hier? Ich kann es gar nicht genau zeigen. Das Motorshow Bundle weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich ja alle Fahrzeuge im Besitz habe. Aber wir gucken mal hier rein. Aero, da haben wir die Corvette Stingray. Da wird zu uns rot gemacht mit roten Konfettirauch und einen Laserblast-Unterboden. Und das sieht ganz gut aus eigentlich. 36, ja, ist okay eigentlich für 2 Teile. So, dann Milky Way. Was haben wir denn da? So, die C8 Stingray mit Freiheitssterne-Nitro und blau blinkendem Unterboden. Und dann haben wir auch das gesehen. Alles andere habe ich im Besitz, oder? Ne, da haben wir noch das Vanity Pack. Und da haben wir You're Not Ready. Unterbodenbeleuchtung. Ja, You're Not Ready, genau. Dann haben wir Sparehawk Semi-Slick-Reifen. Und dann haben wir noch den YMY Semi-Slick-Reifen. Und die sehen auch beide ziemlich gut aus. Ich glaube, die werde ich mir eventuell gönnen. Ich weiß es aber noch nicht. Dann haben wir hier eine Valkyrie-Hupe. Alles klar. Dann haben wir verblassene Sterne Fenstertönung. Das will ich mal sehen, wie das aussieht.
Ah nee, blinkende Fenster, das ist gar nicht meine Welt. Dann haben wir sternförmiger Rauch. Ist bekannt oder sollte bekannt sein. So, ja, da kommen die Sterne. Ganz genau. Ganz schick gemacht eigentlich, aber wenn er gelb wäre, wäre natürlich viel, viel besser, ne? Nö. Hä? Doch. Ja, blauen Unterboden habt ihr gerade schon gesehen. Dann Reifenschnittwunde. Einmal reingucken. So, dann dreht euch mal. Ganz genau, so sieht das Ganze aus. Auf jeden Fall auch sehr, sehr schick. Und dann geht es weiter mit dem roten Reifen. Und dann auch direkt schon zum blauen Nitro, auch im Besitz. Und das war's dann hier schon auf Prestige. Dann können wir jetzt den Live-Summit betreten. Den Inferno-Summit habe ich mit Rang 254 beendet, mit 1.420.756 Punkten und damit bin ich durchaus zufrieden. Wir bekommen natürlich wieder 300.000 Follower, wie immer eigentlich 300.000, 400.000 Follower. Dann, ja, Komplettpaket für den Königsegg 1-1. Dann bekommen wir den Camaro RS in der Rally Cross Edition, den ich aber schon habe. Das heißt, da werde ich wieder Bucks für bekommen. Und für Platin den Reifen, gelbe Kernschmelze. Und hier an der Stelle schon mal Glückwunsch an alle, die es in Platin geschafft haben. So, ich nehme die Belohnung mal an. So, da habe ich 263.000 Bucks sogar bekommen. Und dann geht das auch direkt mal hier los. Bevor wir in diesen reingehen, wollen wir aber mal schauen, was wir bekommen. Für Gold bekommen wir legendäre verbesserte Teile für Rally Raid. Das ist der Nitro-Mischer. Und dann im nächsten bekommen wir den, warte mal, da haben wir Rally Raid. Da haben wir Rally Cross, auch Nitro-Mischer verbessert. Und da bekommen wir Monster Truck, Nitro-Mischer verbessert. Und da bekommen wir ein Nitrochemiker verbessert für Motocross. Und zwar komplett. Also das sind alle 7 Teile und die sind perfekt rekalibriert. Wobei ich da schon sehe, dass das auf luftig ist. Ist aber auch egal, das kann man immer noch umrekalibrieren. Aber es geht erstmal darum, die nächsten 3 Live-Summits sind jetzt alle erstmal auf Nitromischer ausgelegt. Und dieser hier, nee, alle sogar. 1, 2, 3... und 4. Die kompletten Summits sind jetzt alle auf Nitro-Mischer ausgelegt. Hier bekommen wir ein Auto, den Jeep Wrangler in der Pioneer Edition. Und was haben wir denn hier? Candy Rush. Ja, das ist bestimmt ganz witzig. Da bekommen wir einen Bienenstockreifen. Ja, nice. Sehr schick auf jeden Fall. Ja, aber genug gelabert. Jetzt geht's hier erstmal los. Platin liegt aktuell bei 630.000. Da braucht ihr gar nicht drauf gucken, weil der wird übermorgen eh wieder bei 1,38 Millionen oder sowas liegen. Und ja, ich würde sagen, es geht los. So. Im Slalom nehmen wir natürlich einen Punktebrecher. Wir gucken mal, aus welcher Disziplin wir hier den Punktebrecher nehmen. Aber ich denke mal, ich werde Hypercar nehmen, weil wir da gar nicht so schnell sein müssen, auf jeden Fall. So, ich habe mich dann doch für Touringcar entschieden. Und zwar nehme ich da die Ducati. Und mit dem Punktebrecher, mit Test erprobt und pur. Das hier sind meine Einstellungen. So, und dann geht es auch schon los. Viel zu beachten gibt es hier diesmal nicht. Es ist ein relativ leichter Slalom eigentlich. Wir müssen nicht besonders schnell sein. Ihr könnt das natürlich auch auf absolut Hochgeschwindigkeit fahren. Aber ganz ehrlich, das reicht mir hier auf jeden Fall so. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Denn die Punkte reichen auf jeden Fall völlig aus. So, die Zeit reicht. Die Punkte reichen. Und dann rein hier. Und ihr könnt sehen, da haben wir 155.858 Punkte. Natürlich kann man noch auf 20.000 Punkte ungefähr gehen. Aber wenn ihr schon länger dabei seid, dann wisst ihr ja, dass ich jetzt nicht die allerhöchste Punktzahl auf Biegen und Brechen raushole fürs Video. Das Video dient natürlich als Guide, damit ihr seht, was ist zu tun, was muss ich machen, wo muss ich hier und da ein bisschen was beachten. Und genau so funktioniert das hier bei mir. Und an dieser Stelle, wenn euch das Video bis hierhin schon gefallen hat, dann lasst mir doch mal einen Daumen nach oben da und abonniert mal diesen Kanal hier und vergesst die Glocke nicht. Und dann geht es auch direkt schon weiter zum Tiefflug. Für den Tiefflug nehme ich die Harman Rocket HR3 mit dem Punktebrecher, Perfektionist und Test erprobt. Und das hier sind die Profi-Einstellungen.
die eigentlich gar nicht sonderlich verändert wurden. Und dann geht's los. So, gleich zu Anfang dreht ihr euch natürlich am besten um. Wenn ihr das nicht könnt, ist das auch nicht schlimm. Ihr könnt auch geradeaus fliegen. Da bekommt ihr auch eine gute Punktzahl hin. Aber wenn ihr das so könnt, ist das natürlich vorteilhaft. Und so, man kann ruhig ein bisschen tiefer, bis der Multiplikator anfängt zu klingeln. Wobei man hier aufpassen sollte wegen dem Verkehr, damit man keine Autos berührt. So. Und dann wäre diese Disziplin auch geschafft. Mit 27.500 Punkten knapp. Und wir bekommen dafür 157.149 Punkte. Womit man natürlich auch mehr als zufrieden sein kann. Direkt danach geht es mit der gleichen Maschine in den Aerobatik. Und das ist diesmal der leichteste Aerobatikflug, den ihr jemals gemacht habt. Ihr fliegt erstmal so zurück, am besten so wie ich das hier gerade mache. Nehmt euch Anlauf, weil dieser Flug ist wirklich, wirklich einfach. So, schön Anlauf nehmen hier. Das Nitro braucht ihr gar nicht am Anfang verballern. Ihr könnt einfach durch den Tiefflug hier schön Geschwindigkeit aufbauen. Und bei diesem hier gibt es nur geradeaus Punkte. Also das heißt, ihr müsst nicht nach links lenken oder nach rechts oder sonst wohin. Es sind wirklich alle gerade gestellt. Und das finde ich diesmal besonders toll. Die Profi-Einstellungen habe ich jetzt extra nicht nochmal gezeigt, weil es sind die gleichen Einstellungen mit dem gleichen Set. Und ja, das war dann schon alles. Und damit wäre dieser Aerobatik-Test auch schon bestanden. Ich bin auf die Punkte gespannt. Und zwar sind das 150.707 Punkte. Ja, womit man natürlich auch zufrieden sein kann. Ihr könnt das Ganze natürlich jetzt noch mit Nitro unterlegen, dass ihr dann noch viel schneller durchfliegt. Aber das ist euch natürlich selbst überlassen. Und dann geht es auch schon weiter zum Motocross-Event. Keine Einschränkung und das ist neu. So, los geht's. Die Einstellung vom Motorrad zeige ich euch danach. Weil das hier egal ist, ob man hier einen Punktebrecher hat, ob man hier einen Nitromischer hat oder egal, was man da einbaut. Hier geht es um Punkte machen an sich und da hilft auch kein Punktebrecher. So, das war 1800. Nice. So, da haben wir schon die ersten knapp 8000 Punkte. Und ja, wie ihr schon seht, hier geht es einfach nur darum, Punkte zu machen. Ein bisschen schief landen ist überhaupt nicht schlimm. Mit Freunden kann man natürlich wahrscheinlich wieder mehr Punkte machen. Ich denke mal, da wird es auch wieder Tricks geben mit Rüberspringen und so weiter. Aber ich spiele das jetzt gerade hier alleine. Und ich habe das heute schon einmal ein bisschen getestet, als ich kurz Zeit hatte. Und die Punkte sind aber auf jeden Fall ausreichend hier. So, immer schön die Kisten einsammeln. Halt, nicht so schnell dagegen. Hier mal durch die Mitte. So, halt, durchs Tor fahren. Präzision 250, das kennt ihr ja schon von den anderen. Und zweimal nach vorne, da springe ich nicht hoch. Hier fahre ich nicht links lang. Hier fahre ich geradeaus. Oh, halt. Kurve ein bisschen falsch genommen. Was überhaupt nicht schlimm ist. Also es ist nicht schlimm. So, hier alles mitnehmen. Oh, halt, 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 halt. Nicht durch die roten. So, natürlich hier durch. Klar, da hätte man jetzt auch gerade den Looping nehmen können. Mein Fehler. So, hier runter. Nicht perfekt gelandet leider, aber ja, es geht noch. So, die Punkte haben wir natürlich schon erreicht, wie ihr das sehen könnt. So, hier nehme ich natürlich die Rampe.
So. Eine perfekte Landung noch dazu. Sehr schön. So gefällt mir das auf jeden Fall. Und. Ah, schade, nicht links rüber gekommen. Das wäre natürlich jetzt toll gewesen. So. Immer schön Punkte machen auf jeden Fall. Was man auch machen kann, man kann zum Beispiel auch so springen. Das bringt auch Punkte. Und jetzt seht ihr, ich bin schon im Ziel. Und wir haben noch fast eine Minute Zeit. Das heißt, ihr könnt ja auf jeden Fall Punkte ohne Ende machen. Und mit Freunden natürlich noch viel, viel mehr. Deswegen möchte ich mir das auch für Samstag aufheben, für den Live-Summit. Wir haben jetzt 129.000 Punkte bekommen für die 35.000. Das verbessere ich jetzt extra nicht, weil ich das, wie gesagt, mit euch zusammen wieder verbessern möchte. Und dann geht's weiter mit dem Camaro RS. Ich muss mal gerade gucken, ich glaube nicht, dass er geskillt ist. Jetzt haben wir hier natürlich wieder ein bisschen Crap drin, das, was wir rauslöschen können. So, dann gucke ich jetzt mal den Camaro RS. Wo haben wir den? Der ist doch bei Rallycross, glaube ich, ne? So, wo ist er denn? Camaro Z28. Der ist nicht gemeint. Dass es immer so lange lädt, ist natürlich auch doof. Doch, da ist er, der Camaro RS. Genau, der ist damit gemeint. Und er ist nicht... Moment mal. Punktebrecher bringt hier, glaube ich, gar nichts. Was nehme ich denn mal hier für Nitro-Mischer? Sehr matschig und... Oh, warte mal. Matschig. Und Luftschlucker. Ne, Luftschlucker brauchen wir hier nicht. Was haben wir hier? Matschig und pur. Egal, komm, dann nehmen wir den jetzt einfach. Und bevor ich das vergesse, ich wollte ja gerade noch zeigen, was hier drin ist. Elegant Lehnsmann, der Nitro-Mischer. Und dann haben wir hier diese Einstellungen. Und dann geht's aber auch schon zum Camaro. Und los geht's. So, auf die Plätze, fertig, los, oder wie heißt das hier? So, jetzt bin ich mal gespannt, wie ich mit dem hier am besten Punkte mache. Genau, driften auf jeden Fall angesagt. Hier haben wir jetzt natürlich nicht die Möglichkeit, Saltos zu machen und Backflips und Frontflips und so weiter. Deswegen werde ich hier auf jeden Fall auf... Yo! Was war das denn? Ich wollte gerade sagen, auf jeden Fall werde ich hier aufs Rutschen, aufs Grinden zurückgreifen. Aber, Alter, was war das denn? Und springen natürlich, ne? Ah, nein, voll daneben. Komm, schneller. Respawn, respawn, komm schon. So. Okay, ein bisschen zu spät eingelenkt. Ist aber auch nicht schlimm, glaube ich. Ah, Hilfe. Okay. Jetzt erstmal gucken, wo es hier überhaupt lang geht und... Ah, schade, die hätte man bestimmt komplett rumdriften können. Naja, auch ein bisschen Übungssache, ne, würde ich sagen. Gut. Nach dem Springen jetzt perfekt landen ist natürlich auch nicht das Leichteste. Oh! Mies! Halt, 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 halt! Alter! Du hast verkackt! Klar! So, jetzt haben wir es, aber alle guten Dinge sind drei. Die Wand durchschlagen bringt immer noch 750. Ah, nicht so weit nach links. Oh, sehr gut. Nice. Und Anlauf nehmen und... Oh, geil. Ja, das gefällt mir.
Ja, ich glaube, das könnte Spaß machen. Also ne, mit anderen meine ich jetzt natürlich. Es macht auch so schon Spaß, aber ich glaube, mit anderen könnte das auch richtig Spaß machen hier. Oh, oh. Halt, halt, halt. Hilfe! Komm rüber. Oh, was für ein Glück, ey. Was für ein Glück. So, nochmal 920 an der Stelle. Den Looping haben wir von oben vorhin schon gesehen. Oh, 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 oh. Okay, da ist schon das Ziel. Aber wir hätten bestimmt noch Punkte machen können, ey. So, hier noch ein 880er Drift hingelegt. Und ab in das Ziel. So, jetzt bin ich gespannt, wie viele Punkte wir als Endergebnis bekommen. fast für 51.000 Punkte. Richtig, richtig geil. Das macht doch auf jeden Fall Spaß. Und den Camaro, habe ich den gerade überhaupt eingestellt? Ich weiß es nicht. Ich zeige euch gerade nochmal hier die Einstellungen. Und zwar habe ich da matschig pur, habt ihr ja gesehen, glaube ich, als ich ihn eingebaut habe. Und das hier sind die Einstellungen. Ich zeige es dir nochmal ganz kurz. Ganz grobe Einstellungen auf jeden Fall nur. Und ja, nichts Besonderes. Und dann geht es auch direkt schon weiter zur nächsten Disziplin. Und das ist ein Demolition Derby. Und das solltet ihr am besten mit Freunden fahren, die sich dann quer hinstellen und ihr die einfach reinrammt und die sich wieder quer hinstellen und ihr rammt sie wieder und wieder und wieder, so lange, bis ihr sie schrottet und bis ihr die Punkte bekommt. Und dann könnt ihr euch ja hinstellen für einen Freund und so weiter. Das kann man ja zu viert machen, das könnt ihr ja unter vier Freunden machen, dass sich da dann alle gegenseitig helfen, dass man sich da die Punkte hochpusht. Ich mache das fürs Video jetzt alleine und hoffe einfach, dass ich hier die höchstmögliche Punktzahl bekomme. Und um ehrlich zu sein, gibt es hier keine sonderliche Einstellungen. Der Wagen ist auf Standard. Ich lasse den Wagen so, wie er ist. Ich habe einfach nur Nitro-Micha eingebaut und keine besonderen Werte. Der hat pur und irgendwie belüftet oder irgendwie so ein Kram hat er da drin. Weil es hier wirklich völlig egal ist, was ihr da einbaut auf jeden Fall. Hier geht es echt nur darum, Punkte zu machen. Und Moment, es geht gar nicht gut los. Jetzt muss man erstmal gucken, dass man hier ordentlich Anlauf nimmt und die Leute hier wegrammt. So, 130.810 Punkte und ich habe bekommen 125.977 Punkte. Ist natürlich jetzt keine Top-Zahl an Punkten, aber ich würde sagen, für Solo ist das auf jeden Fall eine gute Punktzahl. Mir wäre natürlich irgendwas bei 200.000-300.000 lieber, aber naja, wie ihr wisst, bin ich am Samstag wieder live ab 14 Uhr und dann kann man das ja gemeinsam machen. Und ich würde sagen, Solo bin ich auf jeden Fall erstmal mit diesen Punkten zufrieden und würde sagen, wir gehen in die nächste Disziplin und zwar Monster Truck. Da haben wir keine Einschränkung, das bedeutet, wir können jeden Monster Truck nehmen, den wir möchten. Und das tun wir jetzt auch. Wir gehen mal ins Pausemenü und gehen jetzt hier, erstmal hier den ganzen Kram löschen und gehen dann auf Monster Truck und suchen uns einfach einen Monster Truck raus, mit dem wir am liebsten fahren wollen. Ich muss mal gerade gucken, was ich da so drin habe. Hier habe ich populär, elegant und Ruhmmagnet drin. Dann nehme ich das doch einfach so. Ich muss mal gerade gucken, was man hier am besten für einen nimmt. Aber ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht so genau. Deswegen nehme ich jetzt einfach erstmal hier den Dodge Challenger. Das wird schon so passen. Ich gehe mal auf Performance. So, ein bisschen was ist da eingestellt, was jetzt aber schon fast irrelevant ist. Also egal, weil
das natürlich punktebasiert wieder ist. Und dann wollen wir mal sehen, dass wir so viele Punkte machen wie möglich. Sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr nice aus hier. So, mal gucken. Oh, nice. Oh, ja, doch, dreimal hat noch geklappt. Hoho. Okay, zweimal. Okay, nicht zu weit. Wenn man zu viel will, kommt das ja auch nicht gut. Ich meine, klar, kann auch mal klappen, wenn man Glück hat, aber... wir wollen ja gucken, dass wir Punkte landen und nicht, dass wir ständig irgendwie Respawn haben oder sowas. So. Okay, der war gut. Frontflip 1080. Hm, nicht schlecht. Das kann man öfter haben. So, 23.000 Punkte brauchen wir. Ach, das ist doch auf jeden Fall machbar. Ah, komm schon. Ah, nicht vom Baum, nicht vom Baum. Ah, und was passiert? Ich war vom Baum. Haha! Ich glaube, das ist aber nicht ganz so schlimm. Hohe Geschwindigkeit. 1000 Punkte extra. Genau, und immer gucken, dass ihr wirklich hohe Geschwindigkeit habt. Und euer Nitro auf jeden Fall verbraucht. Und, okay. Boah, 1440er war das. Nicht perfekt gelandet, aber immerhin war es ein 1440er. Nicht schlecht. Nein. So weit wollte ich doch gar nicht. Ich habe eigentlich abgebremst, aber okay. 19.000 Punkte haben wir schon. Ach, guck mal, was wir hier machen können. Pass mal auf. Ja, das wusste ich, dass das klappt. Nice. Wow, wieder ein 1440er. Ich habe gar nicht auf die Punkte geachtet, ob sich das lohnt. Oh, immer 800 Punkte, ne? Ja, ich glaube, wenn ich richtig gesehen habe. Ich habe jetzt natürlich nicht zusammengerechnet so schnell, aber... Guck mal, wir haben schon 30.000 knapp. Jo, 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 was macht er denn da? Geil. Naja, witzig ist es auf jeden Fall. Also mir persönlich gefällt die neue Disziplin hier. Es war im Prinzip wieder nur Punkte machen. Aber, ganz ehrlich, ich find's cool. Neues Optik. Ja, morgen Marvin, Alter. Neue Optik, wollte ich sagen. Neues Design. Neuer. Ach, keine Ahnung, was ich sagen wollte. Jetzt bin ich raus. Und, nein, Hilfe. Nein, Hilfe. Guck mal, noch geschafft. Gerade noch so gerettet hier. 34, komm, da geht noch was. Alter. Cool. Komm, ich will da durchfahren und... Ja, kaputt gemacht. Reklametafel 750. Boah, cool, guck mal. Oh, wie geil ist das denn? Oh, die will ich aber alle treffen hier. Looping 250. Cool. Boah, das ist ja geil. Immer 250 hier für Looping. Geil. Yo, cool, cool, ey. Nice. Boah, 48.000 Punkte. Direkt beim ersten Versuch. Ich bin mal gespannt, was wir hier ja dann für Punkte bekommen. So, zeig mal her. 48.000 Punkte. Also der Looping am Ende ist ja wohl der Hammer. 153.000 Punkte. Direkt schon. Das lasse ich genauso stehen. Da bin ich ja mega zufrieden mit. Voll geil. Richtig, richtig nice. Gut, dann hätten wir das auch schon. Dann kommen wir jetzt zum Aerobatics. Und da müssen wir leider auch eine Aerobatic-Maschine nehmen. Da können wir leider nicht die Harman Rocket benutzen. Und dementsprechend müssen wir hier wirklich auf einen AB zurückgreifen. Und ihr könnt euch da im Prinzip eine AB-Maschine aussuchen. Ihr könnt ja jetzt hier mit dem Filter auf Flugzeug und dann geht ihr auf Aerobatic. Und dann könnt ihr ja sehen, welche Maschine ihr da habt.
Die war noch ausgewählt aus einem anderen Summit, beziehungsweise da waren die Sachen noch aus einem anderen Summit eingebaut. Das finde ich aber gar nicht so geil, ehrlich gesagt. Da würde ich lieber entweder die Edge nehmen oder die Spitfire. MKIX, auch lustig, ne? MK Marvin Keno, ja moin. Also entweder die oder die. Ich tendiere aber eher zu der Civco Edge, die nehme ich auch. So, genau, da ist das jetzt umgebaut. Expertenmodus und großartig ist drinne. Und dann haben wir hier eigentlich so ziemlich Originaleinstellungen. Und die belasse ich auch erstmal so, weil ich das schon lange nicht mehr gespielt habe und ich da jetzt keine Ergebnisse verfälschen will. Und deswegen geht's jetzt auch los. So, dann bin ich mal gespannt, ob ich auf Anhieb hier gute Punkte hinkriege. So, erstmal starten und gucken, was wollt ihr? Ihr wollt erstmal einen Senkrechtflug. Oh. So, erstmal nach oben auf jeden Fall. Jetzt wollt ihr eine Rolle. Gleich zweimal. Dann wollt ihr ein Looping. So, den haben wir. So, jetzt haben wir Freestyle und dann machen wir Viereck gedrückt halten und halt, das war ein Fehler. So. Und immer so halbe Drehungen, also Vierteldrehungen machen, genau. So, Tiefflug. 500 Meter. Aufsetzen und durchstarten und zwei Rollen. So, das machen wir. So, aufsetzen und durchstarten. Wir sind ziemlich weit vom Boden weg. Das ist natürlich echt Mist. So. Aufsetzen, durchstarten. Das haben wir einmal. Und zweimal. Und jetzt machen wir noch den Tiefflug hier. So. Und jetzt dürften wir wieder Freestyle haben. Und den nutzen wir uns wieder genauso aus. Immer so eine Vierteldrehung bei gedrückter Vierecktaste. Ihr seht das ja, dass die Punkte hier richtig gut steigen dadurch. So, Senkrechtflug nach oben. Gas geben. Dabei kann man auch schon die Rollen machen. So. Und jetzt wollen wir ein Außenlooping. Den machen wir auch direkt. So. Den Außenlooping haben wir geschafft. Und jetzt haben wir wieder Freestyle. Und wie gerade schon erklärt, macht ihr das einfach hier die ganze Zeit. Immer eine Vierteldrehung bei gedrückter Vierecktaste oder halt je nachdem, was ihr spielt, Xbox oder PC, wisst ihr aber schon, welche Taste da zu aktivieren ist. So, Sturzflug nach unten. Der reicht jetzt natürlich nicht. So, 500 Meter umgedrehter Flug. Jetzt will er erstmal wieder drei Rollen haben. So. Umgedrehter Flug für 500 Meter. So, komm schon. So. Kriegen wir hin. Den nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Jetzt leider nur den Sturzflug wahrscheinlich nicht mehr. Weil das nicht reicht. Leider hat der Sturzflug nicht mehr gereicht. Aber wir haben 9.910 Punkte erreicht. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das gute Punkte bringen sollte. 145.000 Punkte bin ich auf jeden Fall für das Video sehr, sehr zufrieden mit. Doch, muss ich sagen. Ich bin zufrieden damit. So, wir haben jetzt schon 1.173.000 Punkte und damit gehen wir schon zur letzten Kategorie. Und zwar Touring Car und das ist der Flugzeugfriedhof. Und da wählen wir uns das Touring Car jetzt auch mal direkt aus. Ich bin hier schon auf Filter Touring Car gegangen und da haben wir hier die 1190 RC8 Airtrack. Das ist das Motorrad, das ist damit gemeint. Da bauen wir jetzt mal einen Nitromischer ein und dann gucken wir mal wegen den Profi-Einstellungen. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wo ich den habe, den Nitromischer. So, der Nitromischer ist in die Maschine eingebaut. Extra Portion pur und Profi-Einstellungen sehen wie folgt aus. One. So.
So. Ach so, das ist die 8. Ach, du ahnst es nicht. Du ahnst es nicht, das ist die 8. Ich habe mir das fast gedacht, aber ich hatte noch ein bisschen Hoffnung, dass es nicht die 8 wird. Naja. Ah, komm, ey. Ballert der mich da voll weg. Oh, schon wieder. Boah. 1 Minute 40, 9. Voll die lächerlichen Punkte. So, 1 Minute 38, 1, 6, 3. Jetzt bin ich mal gespannt, aber das war echt schon Konzentration. 101.473. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin mit den Punkten nicht sehr zufrieden. Aber das ist schon Übungssache. Also das ist hart. Gut, was haben wir jetzt? 1.375.423 Punkte. Ich denke schon, dass ich das sehen lassen kann. Wir sind aktuell gerade auf Rang 338. Ja gut, jetzt kann man natürlich sagen, 1.375.000. Der Summit geht auf jeden Fall höher, weil wir haben es jetzt gemerkt in den letzten Live-Summits. Leider ist das so, dass die alten Punktzahlen so ein bisschen, ja, kaputt gegangen sind. Da hat man immer gesagt, so 1.250 ist man safe in Platin. Das hat sich jetzt aber geändert durch die anderen und neue Disziplinen. Jetzt gehen die Summits auch teilweise im Platin-Bereich auf 1.420.000 und noch was. Also das geht auf jeden Fall richtig, richtig hoch da. Deswegen müssen wir die Punkte am Samstag auf jeden Fall verbessern. Was hier noch gemacht werden muss, sind diese Events, die neuen. Also das Nummer 1 hier, das MX, dann das RX, das MT, also Monster Truck. Das Demolition Derby muss auf jeden Fall verbessert werden. Aerobatics verbessere ich auf jeden Fall im Live-Summit. Und das Touring-Car-Rennen werde ich auch nochmal versuchen. Ich möchte auf jeden Fall ungefähr auf 1.450.000 Punkte kommen. Würde mich aber auch schon mit 1.430.000 oder 1.440.000 auf jeden Fall zufrieden geben. Aber das sehen wir dann auf jeden Fall am Samstag. Und wenn da noch ein bisschen Zeit drin ist, fahren wir natürlich wieder New York oder andere Rennen. Aber das sehen wir dann. Ich hoffe, euch hat das Video bis hierhin gefallen. Und ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Es tut mir leid, dass das Video so spät kommt. Aber ich habe leider den ganzen Tag keine Zeit gehabt. Deswegen kommt das Video erst heute. Aber naja, besser spät als gar nicht. Lass mir noch ein Abo da, wenn du neu bist. Vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn ich ein neues Video hochlade. Aber das muss ich ja so oder so tun, denn sonst verbacken deine Punkte und du hast immer 0 Punkte. Das geht doch nicht. Kleiner Spaß am Rande. Nee, Quatsch. War ein Scherz. Ich bin raus, Leute. Sage ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Marvin Keno. It's all about humanity.